Die bilden dann so richtige schleimige Schichten in diesen Schankanlagen. Und von dort werden dann diese Bakterien immer wieder ins Bier abgeschwemmt. Die Gäste merken es irgendwann, die Brauereien sind natürlich auch nicht begeistert, wenn sie sowas mitkriegen, dass man da schludert. Deutsches Bier ist rein, klar und unbelastet. Ein Irrglaube, wie sich nun herausstellt. Das Hessische Landeslabor hat 87 frisch gezapfte Biere aus Kneipen und Restaurants untersucht. In 37 fanden sich Keime aus der Coli-Familie, unter anderem der E. coli-Keim. Der E. coli hat seinen Standort im Darm von Mensch und Tier. Und da kann man sich schon vorstellen, dass man sowas nicht im Bier haben möchte, dass es da drin nichts zu suchen hat. Wenn man die isst, da wird man nicht krank von, aber sie zeigen an, dass in der Schankanlage was mit der Hygiene nicht gestimmt hat. Auch Gastwirt Carsten Bischof aus Kassel hatte schon Probleme mit seiner Schankanlage. Er weiß, wie schnell sich Keime ins Bier einschleichen können. Klar, wenn man es nicht regelmäßig reinigt oder nicht richtig reinigt. Und natürlich, wie das auch mal in unserem Fall war, dass wir eine zu alte Bierleitung hatten. Die konnten wir halt reinigen, wie wir wollten. Das ging gar nicht mehr. Die musste dann raus, musste eine neue rein. Um Keime zu verhindern, sagt er, muss regelmäßig gereinigt werden. Einmal in der Woche spült Carsten Bischof seine Schankanlage durch, reinigt sie mit kleinen Schwammkugeln. So soll das Bier fließen, ohne Verunreinigungen. Die Konsumenten jedenfalls haben auf verkeimtes Bier keine Lust. Wenn ich es häufiger trinken würde, würde ich mir wahrscheinlich Gedanken drum machen, auf jeden Fall. Ja klar, ich gehe schon davon aus, dass das Bier, was ich trinke, rein ist. Nee, weil ich gehe zum Wirt meines Vertrauens, da gehe ich davon aus, dass das alles sauber ist. Doch die Verbraucherzentrale rät sich, die Kneipe seines Vertrauens mal etwas genauer anzusehen. Denn auch das Umfeld sollte sauber sein, um erst gar keine Keime in die Schankanlage einzubringen. Mal in die Ecken schauen, die Toilette vielleicht besichtigen. Und Sie könnten den Wirt fragen, wie oft er denn die Schankanlage reinigt. Es wäre schon gut, wenn das mehrmals im Monat passiert. Bier mit der Geheimzutat Darmbakterien. Eklig, aber zum Glück nicht gefährlich. Da passiert in der Regel gar nichts, weil sie den E. coli in ganz, ganz, ganz hohen Keimzahlen in ihrem Darm haben. Ja, also jeder Mensch hat den in hohen Keimgehalten in seinem Darm, weil er da einfach zur gesunden Flora dazugehört. Doch ins Bier gehören die Keime nicht. Jetzt liegt es an den Wirten, es mit der Hygiene etwas genauer zu nehmen.